Multiple Sklerose die besten Behandlungsmöglichkeiten. Multiple Sklerose, MS, ist eine chronische entzündliche demyelinisierende Erkrankung, die das zentrale Nervensystem, ZNS, beeinflusst. Mehrere Therapien für exist, obwohl es keine Heilung gibt. Die häufigste Anfangsverlauf der Erkrankung ist die schubförmig remittierende Subtyp. Der durch unvorhersehbare Attacken, Schübe, gefolgt von Perioden relativer Remission ohne neue Anzeichen von Krankheitsaktivität auszeichnet. Nach einigen Jahren beginnen viele der Menschen, die diesen Subtyp haben neurologische Rückgang ohne akute Schübe zu erleben. Wenn dies geschieht, ist es Sekundärprogradin Multipler Sklerose genannt. Andere, weniger häufig. Kurse der Krankheit sind die primäre progressive Rückgang von Anfang an ohne Angriffe und die progressive rezidivierende, stetigen neurologischen Verfall und überlagerten Attacken. Verschiedene Therapien für Patienten mit akuten Attacken, für Patienten verwendet, die die rezidivierende remittierende Subtyp haben, für Patienten, die die progressiven Subtypen haben, für Patienten ohne Diagnose von MS, die einen demyelinisierenden Ereignis haben und für die verschiedenen Folgen von MS zu verwalten. Die primären Ziele der Therapie zurückkehren Funktion nach einem Angriff, neue Angriffe zu verhindern und zur Verhinderung einer Behinderung. Wie bei jeder medizinischen Behandlung, bei der Behandlung von MS verwendeten Medikamente mehrere schädliche Wirkungen haben kann, und viele mögliche Therapien werden noch untersucht. Zur gleichen Zeit sind verschiedene alternative Behandlungen von vielen Menschen verfolgt, trotz der tatsache dass es wenig tragend ist vergleichbar sind wissenschaftliche studie repliziert stammzelltherapie wird untersucht dieser artikel konzentriert sich auf therapien für standard ms borderline-formen von ms haben besondere behandlungen die ausgeschlossen sind die behandlung der multiplen sklerose stellt typischerweise einen vielschichtigen ansatz der veränderungen in der ernährung nahrungsergänzungsmittel und lifestyle-therapien Während die Bedingung betrachtet keine Heilung zu haben, natürliche Optionen wie diese bieten Linderung der Symptome und die zugrunde liegenden mit Multipler Sklerose fragen. Die Beseitigung bestimmter Lebensmittel, das Hinzufügen täglich ergänzt und die Teilnahme an speziellen Therapien behandelt effektiv Multiple Sklerose. Eine Erkrankung des Immunsystems, Multiple Sklerose, MS, ist definiert als ein Zustand, in dem das Immunsystem die Schutzhülle um die Nerven abdeckt abfressen. Dieser Vorgang unterbricht die Kommunikation zwischen dem Gehirn, Rückenmark und anderen Regionen des Körpers und kann schließlich zu einer Verschlechterung der Nerven vorzuschreiten. Das Myelin eines Patienten mit MS verschwindet in mehreren Bereichen. Dies lässt eine Narbe, Sklerose. Multiple Sklerose bedeutet Narbengewebe in mehreren Bereichen. Die Bereiche, in denen es entweder zu wenig oder keine Myelin ist, werden Plex- oder Lesionen genannt. Da die Läsionen schlimmer kann die Fasernerven bekommen brechen oder beschädigt werden. Wenn eine Nervenfaser weniger Müll in hat, die elektrischen Impulse vom Gehirn empfangen fließen nicht glatt auf die Zielnerven, wenn es keine Müll in Fasern die Nerven können die elektrischen Impulse überhaupt nicht durchführen. Die elektrischen Impulse sind Anweisungen aus dem Gehirn Aktionen durchzuführen, wie einen Muskel zu bewegen. Mit MS können sie nicht ihren Körper zu tun, was ihr Gehirn will es tun. Risikofaktoren für Multiple Sklerose. Multiple Sklerose kann Menschen jeden Alters betreffen. Es ist häufiger bei Menschen von 20 bis 50 Jahren. Mehr Frauen entwickeln MS als Männer. Menschen europäischer Abstammung sind eher MS zu entwickeln, im Vergleich zu anderen Menschen. Allerdings können Menschen aller Herkünfte bekommen es. Sie können eine größere Anfälligkeit des Erhaltens MS von den Eltern erben. Im Jahr 2007 schätzte die Weltgesundheitsorganisation, WHO, dass etwa 2,5 Millionen Menschen multiple Sklerose hatte. Multiple Sklerose sind höher, je weiter man vom Äquator leben. Dies führt viele, dass die Exposition gegenüber Sonnenlicht Auswirkungen auf das MS-Risiko zu glauben. Ursachen der multiplen Sklerose. Obwohl Experten immer noch unsicher sind, sagen die meisten von ihnen. Dass die eigene Person das Immunsystem als das Myelin angreift, wenn es sich um eine unerwünschte Fremdkörper waren, in der gleichen Art und Weise unser Immunsystem möglicherweise einen Virus oder Bakterien angreifen. Warum könnte unser Immunsystem die Myelin angreifen? Die Gründe könnten sein genetische. Haben einige Studien gezeigt, dass die Gene, die wir von unseren Eltern erben kann, teilweise Einfluss auf unser Risiko Multiple Sklerose zu entwickeln. Wenn Sie ein Elternteil Geschwister oder Großeltern, die HAT-HTMS, ihr Risiko der Entwicklung ist es, sich größer als der Durchschnitt. Mehrere Gene sind am ehesten bei der Beeinflussung der multiple Sklerose-Risiko beteiligt, sagen Experten. Wissenschaftler glauben, dass eine Reihe von Genvarianten, mit denen wir geboren, und die Exposition gegenüber gewissen Umwelttrigger, es, das Immunsystem von einigen Menschen beeinflussten, die schließlich zu MS-Symptome führt. Wir sind wahrscheinlich nicht so weit von dieser Genvarianten zu identifizieren. Sonnenlicht und Vitamine scheinen eine Rolle bei der MS zu spielen. Umwelt, MS-Prävalenz variiert je nach geografischen Gebiet und Bevölkerungsgruppen. Multiple Sklerose ist viel häufiger in Nordeuropa als Südeuropa, Nord-USA als Süden der USA. Es scheint, dass die mehr Sonnenanstrahlung wir, desto geringer ist unser MS-Risiko haben ist. Je mehr Sonnenlicht wir ausgesetzt sind, desto weniger wahrscheinlich sind wir geringe Mengen an Vitamin D zu haben, daher wahrscheinlich langfristige Vitamin-D-Spiegel eine Rolle bei der multiplen Sklerose-Risiko spielen. Italienische Wissenschaftler erklärte im Juli 2012 auf der 22. Tagung der European Neurological Society, Engs, in Prag, Tschechische Republik, dass Menschen mit einem hohen Vitamin-D-Spiegel sind weniger wahrscheinlich, MS zu entwickeln. In den USA haben die Weißen ein höheres Risiko für Multiple Sklerose als andere Rassen zu entwickeln, unabhängig vom geografischen Standort. Studien zeigen, dass Menschen, die von einem höheren Risiko behaftet, nur zu einem niedrigeren Risiko einer bewegen, um die Gefahr des neuen Bereichs erwerben, wenn sie sich bewegen, bevor sie erwachsen werden. Das bedeutet, dass es etwas in der Umwelt ist, das wir zu früh im Leben ausgesetzt sind, die Gefahr beeinflusst. Exposition gegenüber einer toxischen Substanz, wie ein Schwermetall oder Lösungsmittel vorgeschlagen worden, aber keine eindeutigen Rückschlüsse erreicht sind. Menschen mit MS sind weniger wahrscheinlich an Gicht leiden. MS-Patienten haben eine niedrigere als durchschnittliche Konzentration von Harnsäure in ihrem System, die Wissenschaftler führt zu glauben, dass Harnsäure an multipler Sklerose schützt. Es ist unwahrscheinlich, gibt es nur einen Auslöser, sagen Experten sondern Multiple Sklerose wahrscheinlich durch mehrere Faktoren ausgelöst wird. Infektionen, Ärzte und Forscher haben häufig Viren wie Epstein-Barr, Mononukleose, Varizella Zoster erwähnt, wie möglich MS auslöst, jedoch hat diese Theorie nicht wissenschaftlich gesichert worden. Zu viel Salz, zu viel Salz kann das Immunsystem auslösen, Autoimmunerkrankungen verursachen. Forscher vom Massachusetts Institute of Technology berichtet in der Zeitschrift Nature, März 2013 Ausgabe. Der übermäßige Konsum von Salz könnte unser Risiko für die Entwicklung multipler Sklerose erhöhen.